Guten Morgen, willkommen zu meinem Vlog. Hier ist der Björn und es ist Montag. Ich habe Urlaub, das heißt entspannt in den Tag gestartet. Habe jetzt ein bisschen länger geschlafen. Na, was heißt länger? So viel länger auch nicht. Ich bin erst um 7 Uhr aufgestanden. Ja, und für mich gibt es heute aber Sachen zu erledigen. Und ich habe, jetzt muss ich gerade rüber, noch ein Paket bekommen. Da ist bestimmt was Cooles drin. Vielleicht kennt es jemand. Ist ja eine meiner neuen Süchte. Jetzt werde ich erstmal rausgehen, ein bisschen spazieren. Ich könnte auch drin Fahrrad fahren, denn danach wollte ich trainieren. Aber schaut euch das Wetter an. Oder sieht man es überhaupt? Schnee und... Bei Schnee bin ich auf jeden Fall dabei. Die Kamera würde ich gerne mitnehmen. Das Problem ist, es ist manchmal rutschig und ich habe keinen Bock, mit der teuren Kamera an allem hinzuknallen. Deswegen nehme ich einfach nur die GoPro mit. Mach da ein bisschen Musik drunter und dann ist das bestimmt genauso gut, als wenn ich die ganze Zeit reden würde. Oder vielleicht besser. Wie ihr gesehen habt, der Schnee tut mir einfach richtig gut. Es ist jetzt auch schon dunkel draußen. Ich war jetzt heute noch unterwegs. Ich war mit einer Freundin. Wir waren schön spazieren und ein bisschen erzählen. Ist auch mal super wichtig. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Paket, denn ich weiß, was drin ist. Und das ist auf jeden Fall spannend und toll. Ja, da ist es. Es ist auf jeden Fall von den drei Bären. Und wir schauen mal nach. Ich musste schon zur Sicherheit reinschauen. Nicht, dass oben eine Rechnung liegt. Aber wir haben, und das ist eigentlich das Interessanteste am Einkauf, den Porridge Thermobecher und da bin ich super gespannt drauf. Und den machen wir jetzt auch als erstes auf. Ist immer schön mit einer Hand. Ich hoffe, es geht nicht kaputt. Nein. Und zwar, ich esse ja gern Porridge und wenn man sich das auf die Arbeit mitnehmen könnte, dachte ich, wäre das super praktisch. Und das ist jetzt sowas wie eine Thermoskanne. Ich packe es mal aus der Folie aus, sonst ist das viel zu laut. Ja, das ist es jetzt. Der berühmte Becher. So, hier ist ein Band, um ihn festzuhalten, aber das interessiert mich jetzt nicht. Okay, ich muss ihn mal so aufmachen. Und zwar ist das eine Thermoskanne für Porridge. Der soll bis zu 8 Stunden das Zeug warm halten, was da drin ist. Das ist übrigens der Löffel. Finde ich super, eine coole Idee. Erinnert so ein bisschen an so ein Campingbesteck. Könnt ihr mal schreiben in die Kommentare, ob ihr das auch kennt, dieses Campingbesteck, was man so zusammenfalten muss. Das ist auf jeden Fall der Löffel schon mal. Natürlich mit den drei Bären drauf. Ist sogar recht stabil, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hier ist natürlich das heilige Gefäß. Ich krieg's nicht auf. So, ich habe mir jetzt mal Hilfe geholt. Also hier können wir es aufmachen. Ja, es sieht aus wie eine Thermoskanne. Und was haltet ihr davon, wenn wir das jetzt einfach mal testen und da mal 50 Gramm Porridge reintun mit heißem Wasser? Es ist jetzt 20.14 Uhr und morgen früh um 6 Uhr wache ich eh auf, schaue ich mal, ob das noch warm ist. Ich denke mal, das ist eine super Idee und dann packe ich auch den Rest aus. Ich habe mich jetzt gefragt, wie mache ich das, denn ich habe schon Porridge aufgesetzt und wenn das gekocht ist, das da reinmachen, das wird ja eine riesige Sauerei. So, jetzt habe ich erstmal auf der Homepage gelesen, wie es funktioniert. Leider ist da keine Anleitung mit bei. Zumindest war bei mir keine mit drin. Ihr habt ja gesehen, nur ein Zettel, dass man es vorher auswaschen soll. Das haben wir gemacht. So, wie man das jetzt macht, und zwar ein Deckel voll mit Porridge. Das sind 50 Gramm. Ich habe es gewogen. Das ist jetzt die Apfel-Zimt-Mischung. Hier reinfüllen. Und dann zwei volle Löffel, volle Becher. Auch bis hier, ich glaube, wir müssen es da bis ganz oben fahren machen, mit einem heißen Getränk der Wahl. Das ist bei mir natürlich die Mandelmilch. So, jetzt haben wir eins. Geben wir dann auch mal hinzu. Ihr seht, das ist kochend heiß noch. Das ist mir auch gleich schon übergekocht, weil ich noch kurz drüben am Rechner was gucken musste. Man kennt das. Oh, jetzt ist ein bisschen mehr Milch. So, zwei. Den Rest kippe ich in das andere Porridge. So, wir sollen es einfach umrühren. Ich habe irgendwo einen Löffel gehabt. Ah, da ist er. Jetzt einfach hier umrühren. Und dann nach 45 Minuten, also einer Dreiviertelstunde, soll es die richtige Konsistenz haben, um gegessen zu werden. Okay, ich bin mega gespannt. Also ganz ehrlich,
Wenn das morgen früh noch heiß ist, dann ist das wirklich eine super Erfindung, beziehungsweise das wird es wahrscheinlich schon vorher gegeben haben, aber dann ist das genau das Passende, was man braucht. 50 Gramm Porridge immer dabei auf der Arbeit. Hey, ich komme mal nicht zum Essen, ich muss keine Semmel beim Bäcker holen, sondern hey, ich kann mein Porridge warm essen. So, gut, wir schauen mal, was noch drin ist im Karton. Denn es gab hier so ein Pack mit den Packungen zum Probieren. Finde ich ganz interessant, die kann man immer gut verschenken. Das sind die Sorten, die es gibt. Ich kann die ja mal sortieren in der Reihenfolge, wie ich sie gerne esse. Das ist doch eine interessante Sache. Also, es gibt hier Banane, dann das ganz normale zimtige Apfel. Dann haben wir kerniger Klassiker, Haferflocken einfach. Schokolade. Dann haben wir fruchtige Kokosnuss, was auch sehr gut sein soll. Das muss ich mal probieren. Und dreierlei Beere. Also meine Favoriten, welche ich mir auch so nachgeholt habe, das sind diese drei. Die drei sind es. Das ist mein All-Time-Favorit. Platz 2 habe ich mir jetzt erst geholt im Real und mega gut. Platz 3, Schokolade ist immer lecker. Kerniger Klassiker, ja, weiß ich nicht. Meine Oma wird es vielleicht mögen. Mir fehlt irgendwie ein bisschen der Pep dabei. Die Beeren fand ich ganz okay. Und das Kokos habe ich noch gar nicht getestet. Das werde ich auf jeden Fall mal testen müssen. Vielleicht reiht es sich ja irgendwo hier ein. Jetzt sieht man schon, hier ist was drin. Und zwar ein Glas für die Overnights. Das heißt, da seht ihr es. Oder sieht man es so nicht? Ich glaube, ich lege es mal so hin. Und dann, da sehen wir dann, da kommt das Porridge bis hierhin. Bis hier dann die Milch und da oben drauf die Toppings. Und dann lässt man das über Nacht stehen. Und perfekt, da seht ihr es nochmal. Porridge, Milk und Toppings. Muss ich auf jeden Fall testen. Und natürlich, ihr wisst ja, Schüsseln wie beim Milkcake. Auch hier habe ich mir eine Schüssel geholt. Auch hier wieder Porridge. Und wie viel Milch dann drauf muss. Und dass es dann genau richtig ist. Ich muss sagen, ich mache das mal im Topf. Aber ich glaube, man kann das auch so machen, dass man einfach die kochende Milch raufkippt. Das müsste ich mal echt testen. So, dann habe ich mir das noch geholt. Das ist der Geschenkbox oder sowas. Ja. Da ist nochmal die Schüssel drin, das Glas und den Löffel, den fand ich einfach so niedlich. Das ist ein schöner Holzlöffel. Da sind die drei Beeren aufgedruckt. Also, ich finde sowas klasse. Und so ein Holzlöffel, das ist schon irgendwie, ich weiß es nicht, mag zwar dumm klingen, aber irgendwie was Besonderes. Ja, das war es jetzt schon für. Ach nee. Hier ist noch ein 40-Euro-Gutschein drin für HelloFresh. Okay, wenn ihr den haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Oder schreibt mich auf Instagram an. Oder nee, schreibt es mir in die Kommentare und auf Instagram schreibe ich euch dann den Code zu. Oder was ist das da? Ich muss mal gerade selber gucken. Ja, da ist ein Code drauf. Ich hoffe, man hat ihn jetzt nicht gesehen. Hey, das war's für heute. Toi, toi, toi. Also, wie gesagt, es ist jetzt 20:29 Uhr. Um 6 Uhr stehe ich meistens auf. Das sind dann 9,5 Stunden und ohne Scheiß, ich bin mega gespannt. Guten Morgen, ja, sorry, bin gerade aufgestanden. Es ist jetzt 8 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt 11,5 Stunden sogar erst stehen lassen. Und jetzt bin ich echt gespannt. Also, wenn es noch warm ist, also mal aufmachen. Dann wollen wir mal loslegen. Also, ich bin echt gespannt. Ich hole mir den echten Löffel. Muss man ja schon. So, hier fühlt es sich eiskalt an. Jetzt kommt der spannende Moment. Es ist noch warm. Heftig. Es ist echt noch warm. Also es ist nicht mehr heiß. Und das war auch zu viel Milch. Ich glaube, man sollte den Deckel doch nicht bis ganz oben voll mit Milch machen, sondern wirklich nur bis zu dieser Linie. Ich gucke gerade. Es steht jetzt aber auch nichts drin. Aber wie krass, es ist echt noch warm. Das sind 11,5 Stunden dann jetzt, die es ausgehalten hat. Es ist nicht heiß, aber es ist warm. Also so warm, dass man es gut essen kann. Heftig. Also es gibt definitiv eine Empfehlung dafür. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung.
Es gibt auch noch Alternativen. Die kommen aus China. Die sehen genauso aus. Die verlinke ich euch auch mal, wenn die genauso funktionieren. Und teilweise nur die Hälfte kosten, ist es natürlich auch interessant. Für mich geht es jetzt erstmal unter die Dusche und dann beginne ich den Tag mit einem Porridge. Jetzt ist mein Training gerade fertig. War jetzt eine halbe Stunde Radfahren zum Aufwärmen. Jetzt geht es gleich noch ins Home Gym, in die Garage. Und es ist draußen ein Schneesturm, also es schneit richtig viel. Die haben es ja vor, ich muss ein bisschen so halten, Küche ist nicht aufgeräumt. Die haben es ja vorausgesagt, dass es einen geben soll mit ganz viel hohen Schnee. Und ich bin mal gespannt und zeig euch mal das Wetter. Sieht man so ein bisschen? Nee. Zumindest hört man was. Sehr windig und ja, es schneit. Da bin ich jetzt mal gespannt. Für mich geht es jetzt aber erstmal ins Training. Denn Zeit wird's. Ich mache es nicht wie viele mit Neujahrs-Challenge, Anfang des Jahres 100% und das habe ich mir vorgenommen, sondern ich finde immer wichtig, dass man einfach macht und nicht nur sagt, denn ich kenne sehr, sehr viele Instagram-Profile und auch ein paar YouTube-Accounts, die mal sagen, jetzt kommt hier das Abnehmen und es verläuft sich. Ich kenne es auch, wie es ist, wenn man mal den Faden verliert und wichtig ist, sage ich immer wieder, so doof es klingt, weitermachen. Einfach weitermachen wie vorher. Übrigens, das Allerbeste, ich war ja gestern unterwegs und jetzt muss ich mal so halten, da hängt nämlich was im Kühlschrank, wo mein Name drauf steht. So. Ich war in einem anderen Lidl, ein bisschen weiter weg und seht ihr es? Skirella. Mega geil. Da werde ich heute Mittag erstmal schön was machen. Hab mir leider nur 6 Packungen geholt, es gab nur 6. Ich hätte auch 20 geholt. Mich so gefreut, das mal wieder zu sehen. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal ins Training. Ja, fertig mit dem Training. Jetzt geht's noch aufs Rad. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Vlog. Tschüss.